Ja, komm. Ey, wo läufst du hin, Junge? Komm schon, Michelangelo, jetzt gewinn endlich mal wieder. Brauch eine neue Rüstung. Ja, nein, nein. Los, nach vorne. Nach vorne. Ey, du läufst in die falsche Richtung. Ich glaube, ich sollte dir noch ein bisschen mehr Orientierungssinn einpflanzen. Ja, nein, 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 nein. Ja, nein. Ja, nein, ja, nein. Sieg für Leonardo. Ey, das war echt knapp. Michelangelo, das gibt es doch nicht. Die Regel wollte ich jetzt eigentlich nicht. Muss man mein Geld wieder zurückholen. Jetzt aber Michelangelo. Komm schon. Nein. Ja, nein. Los, jetzt schaffst du. Ich hab dich nicht gedopt, damit du jetzt hier meine Kohle verballerst. Donatello hat es mal wieder geschafft. Sieg für Donatello. Okay, aus meinen 12.000 sind schnell 9.000 geworden. Jetzt komm schon. Jawohl. Hast du schön gemacht. Jetzt habe ich wieder mein Geld zurück. Wenigstens. Noch einmal. Aber dann ist Schluss. Komm, Michelangelo. Komm. Donatello hat es mal wieder geschafft. Sieg für Donatello. Ja, Michelangelo, ist zu spät. Donatello hat schon gewonnen. Komm, Michelangelo. Und wieder Donatello. Okay, ich hör auf. Sonst verliere ich nur meine Kohle. Mithrilhemden. Okay, das eine kriegt erstmal Libra. Braucht das eher wie ich. So, den Rest verkaufe ich. Eisen kann ich auch noch verkaufen. Die Wolfspelze. So. Brauch 9.000 für das Kettenhemd. Eisenhelm habe ich. Hab einen leichten Helm. Müsste noch zweimal im Rennen gewinnen. Aber ich lasse das. Sonst verzocke ich wirklich alles. Gehen wir mal zurück zu Berlins los.
schauen, was sich da getan hat. Hoppla. Okay. Ich glaube, das war nur das eine nötig. Hätte ich mich für die andere Option entschieden, hätte er sich wahrscheinlich aufgehängt. Ich glaube, das hat er sogar damals bei mir getan. Okay, Zeit, Düsterburg zu verlassen. Mich hält hier nichts mehr. Häuschen und schlafen. Nein, es gibt keinen Grund dafür, nochmal in das Zimmer zu betreten. Okay. Ersparen mir wirklich die Geldverschwenderei in den Inns. Okay. Das Trio könnte man theoretisch auch bekämpfen, aber die sind noch schlimmer als die drei Düsterschrecken. Also, allein schon mal der Dämon da ist. Stehen geblieben, was ist euer Ziel? Königsberg. Seid ihr im Besitz einer Reisegenehmigung? Jawohl, du schwefliger Geselle. Geschrieben und gesiegelt von der Patronus persönlich. Dann fress ich halt beim nächsten Mal. Ihr dürft passieren. Sagen die was? Nö. Hässlich. Schockfrosten machen ja noch mehr Schaden. Ah, oh, ich werde hier. Halt sein, Granny. Da vorne scheint ein lichtscheues Gesindel zu sein. Mal sehen. Ein Skelett, ein Wolf. Mal hören, was sie gerade reden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das war ja nicht besonders effektiv. Da habt ihr recht gesprochen, werter Knochenkrieger. Eine Stunde Holz suchen. Und mir ist jetzt auch nicht wärmer als sonst. Ah, ein Vampir noch. Kriegt euch mal wieder ein. Nur weil ihr schon lange tot und kalt seid, heißt das ja nicht, dass ich hier frieren muss. Nach dem Unwetter eben ist hier mein Pelz komplett durchweicht und ich friere wie ein Schlosshund. Dann sucht euch das nächste Mal dein Holz besser selbst. Dann wird ihr auch warm. Wär bloß nicht frech, Klapperkasten. Schließlich ist es deine Schuld, dass wir diesem Dreckswetter nicht ins Gasthaus gehen können. Jetzt fang nicht schon wieder damit an. Du wolltest ja unbedingt, dass ich die Dokumentenmappe trage.
da habe ich auch noch auch nachgedacht, dass man sie auf dich irgendwie verlassen könnte. Ich hätte es besser wissen müssen. Meine Herren, beruhigt euch bitte. Streiten bringt uns auch nicht weiter. Die Steckbriefe sind nun mal verloren. Und bevor wir sie nicht wiedergefunden haben, sollten wir mit jeden Kontakt mit den Männern des Herzogs vermeiden. Steckbriefe? Hm?